Servus, moin moin. Na, schönen guten Tag. Heute schauen wir uns mal wieder Memes und Clips an, die ich gefunden habe, während ich verschlafen mit Kruste in den Augen in meinem Bett lag. Ja, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Gehen wir direkt rein. Aber gehen wir bloß nicht so rein wie in diese Hüpfburg. Welcher kranke Designer hat sich das überlegt und hat sich nicht irgendwie gedacht so, hey, das könnte vielleicht irgendwie komisch aussehen am Ende. Ich meine, da gehen Kinder rein. Welcher Designer für Kinderhüpfburgen denkt sich, oh wow, hey, das wäre doch voll lustig, wenn der Schneemann vorne so eine Öffnung hätte, die rumflattert. Oh, bro, das sieht echt ein bisschen zu sass aus. Ich distanziere mich von dieser Hüpfburg. Ach Gott, was müssen sich die Eltern denken, die dorthin gehen? Ich meine, das checkt man doch, oder? Die armen Kinder werden schon im frühen Alter psychisch gestört. Super, klasse. Ich weiß nicht, wer sich von euch aktuell in einer Beziehung befindet. Wahrscheinlich nicht so viele. Aber Dinge mit seinem Partner zu machen in einer romantischen Beziehung ist auch einfach mal nice. Und genau das haben sich die hier gedacht. Dort haben einfach ein paar Mädchen ein TikTok gemacht mit ihren Freunden. Wow, richtig süß. Die Jungs nehmen sich einfach ihre Freundin und gehen damit weg. Cool. Wer auch immer hier gelacht hat, dort los. Schämt euch. Bah, das ist Bodyshaming. Habt ihr keinen Respekt? Aber woher kam jetzt auf einmal diese Werbung für diesen Bagger? Hat mich überzeugt. Ich werde es kaufen. Der erfüllt auf jeden Fall seinen Job. Oh mein Gott, ist das ehrenlos. Wer auch immer das bearbeitet hat, hat wirklich schlechte Gedanken. Der ist echt ein schlechter Mensch. Aber wieso wusste ich, dass jetzt dort ein Bagger kommt und nicht einfach ein Typ, der sie hochhebt und mitnimmt? Wieso wusste ich es? Schon als ich sie gesehen habe aus der Ferne, wusste ich, gleich passiert etwas Gottloses. Und mein Bauchgefühl hat mich natürlich nicht enttäuscht. POV, du pennst bei deiner besten Freundin und ihr bekommt um 0 Uhr LW, aka Langeweile. Was steht da? Hey, Babe, Treffen morgen, 17 Uhr, Stadt? Okay, cool, ein Liebesbrief. Cool, bekommt jetzt das dein 14-jähriger Freund oder was geht ab? Wollt ihr mich verarschen? Was sind das denn für schlimme Mädchen? Die legen einfach diese Liebesbriefe bei irgendwelche random Leute in die Briefkästen. Yo, das ist wirklich eine Stufe zu weit. Ihr müsst euch mal vorstellen, wegen diesen zwei Gören wird irgendein Familienstreit eskalieren und wahrscheinlich wird der 50-jährige Heinz seine Frau deswegen verlieren, weil sie denkt, dass sie ihm fremd geht, ey. Oder das kann man doch nicht machen, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Die wollten sich einen Spaß machen, aber zerstören wahrscheinlich auf Ernst eine Beziehung. Die zerstören einfach 20 Jahre Hochzeit und Liebe nur mit einem kleinen Spaß, weil sie um 0 Uhr Langeweile hatten und sich gedacht haben, hey, lass mal die Nachbarschaft hochnehmen. Ich sag dir ehrlich, das ist maximal respektlos. Aber Props für die Idee, das ist schon gut. Ich könnte nichts versprechen, dass ich das nicht damals auch gemacht hätte, wäre ich ein Mädchen gewesen. Aber nee, nehmt euch da bitte bloß kein Beispiel dran, Mann. Das geht doch echt nicht. Wenn ihr sowas macht, ihr sammelt böses Karma auf Lebenszeit. Wie wollt ihr das wieder gut machen? Wie wollt ihr das rechtfertigen, dass sich wirklich der 50-jährige Heinz mit seiner Frau streitet und die Ehe zerbricht und die sich scheiden lassen und deswegen ihre zwei, drei Kinder komplett unglücklich werden, weil sie in einer abgefuckten Welt leben zwischen Vater da, Mutter da? Ey, nein. Das ist wirklich too much. Bro, what are you doing? Okay, alles klar. Und das ist wahrscheinlich auch noch der 50-jährige Heinz, ne? Der dachte auch, er ist jetzt Sherlock Holmes-mäßig Detektiv, Geheimoperation unterwegs und wird nicht beobachtet und kann auf ganz sneaky peaky so ein Foto machen. Na. Ich will nicht wissen, was er mit den Bildern später noch macht. Ich hoffe einfach mal an das Gute in den Menschen und denk, er wird schon, ja, wird schon nichts passieren, ne? Und by the way, was ist das für ein gutes Handy? Der Zoom ist ja echt nice. Ich brauche das Handy, wo bekomme ich das her? Steht dieses Ding wirklich unter Wasser? Gago, akit na natin yan!
Die interessiert ja mal gar nichts. Die sind ja komplett süchtig nach ihren Spielen. Die zocken einfach, während der komplette Raum unter Wasser steht. Ja, Papa. Yo, das ist die abgefuckteste LAN-Party, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das sieht gar nicht cool aus. Das sieht gar nicht nach Spaß aus. Ich hätte doch Angst, dass es jede Sekunde hier einen Kurzschluss gibt und 1000 Volt durch meinen Körper gejagt werden. Die Jungs haben wirklich Angst vor gar nichts, ne? Da steht Zocken wirklich noch an erster Priorität. Ich wette, die tragen auch solche T-Shirts. Eat, sleep, game, repeat. Hey, hey, hey. Dinge, die mich bewegen. Okay. Gott, Gamer machen keine Pausen. Hell yeah, so sieht's aus. Naja, wie auch immer, ich hab mal eine Frage, ne? Ich versteh's ja wirklich so, wenn Leute auf irgendetwas wetten, ein bisschen Casino, dies, das, okay? Aber hier, setzt jemand Geld auf ein Pferderennen und guckt mal bitte, was er für Rituale macht, in der Hoffnung, dass sein Pferd, auf das er gesetzt hat, plötzlich so schneller rennt. Ey, yo, what the f*** you doing there, bro? Was macht der da, hä? Das wird deinem Pferd auf gar keinen Fall helfen, das... Hä? Yo, yo, okay, bro, chill, relax dich, Mann, bitte. Was ist denn mit dem los, bro? Du wolltest doch nur normal auf irgendetwas wetten und nicht deine Fetische da ausleben. Okay, chill, Mann, wir sind hier immer noch an einem öffentlichen Ort. Ich wusste gerade nicht, ob er sich am Ende freut, weil sein Pferd gewonnen hat, oder ob er ultra am Ausrasten ist. So, ach, sch*** doch auf alles, Mann, sch*** doch auf alles. Das Dreckspferd nehme ich nie wieder. Ja, also das kann es eigentlich nicht sein, weil durch seine heftige Motivation, dem er den Pferd dort gegeben hat... Oh, damn, boy. Da sollte das Pferd aus Respekt gewonnen haben. Ich habe mal so eine Frage an alle Leute, die alleine wohnen oder ja, zu Hause sind und einfach Jungs sind. Hab nur ich das Gefühl, oder ist egal, wie sehr ich mich anstrenge, alles sauber zu halten, einfach alles nicht sauber, sobald ich 2 Minuten nicht hingucke. Ich schwöre, ich habe da wie so einen Fluch. Ich kann einfach nicht sauber halten. Wenn der Geschirrspüler bei mir leer ist, stelle ich den dreckigen Teller einfach lieber oben drüber. So, komm, sch*** drauf. Warum sollte ich den jetzt auch einfach einräumen? So, das braucht zwar die gleiche Zeit und es macht einfach viel weniger Arbeit am Ende und alles ist sauber, aber nö, nö. Ich mach's einfach nicht, Bruder. Einfach komm, einfach oben hingeklatscht. Fertig. Ja, ich bin jetzt schon ein kleiner Einzelfall, aber zum Glück sieht es nicht so bei mir in der Wohnung aus. Der hat einfach eine Pfandflaschenlawine ausgelöst bei sich zu Hause. Also das ist wirklich gottlos. Das sind ja auch alles Energy Drinks. Bruder, wie sieht dein Herz aus? Lebt das noch? Dieses Herz hat mittlerweile schon ein eigenes Herz gebildet. Das ist schon mutiert und schlägt die ganze Zeit so bum 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 bum. Der sitzt auf der Couch, ist gar nichts am machen, nur am Relaxen und das Herz. Wow, das ist echt ein anderes Level. Und auch nochmal ein dickes F an diesen Typen hier. In Deutschland würde der dafür sogar noch so 1-200 Euro vielleicht bekommen als Pfand. Und in Amerika? Haha, du hast einfach nur den Dreck und Müll bei dir zu Hause. Haha, du kannst nicht mal Pfand dafür kassieren. Haha. Entschuldigung, das war echt nicht angebracht. Egal, wir machen weiter. Okay, und dieser Clip hier ist jetzt wirklich gottlos. Das geht echt auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Ich warne euch schon mal vor. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich habe nicht gelacht, okay? Ach du Scheiße, der Bruder hat ganz kurz Flashbacks von früher bekommen. Ey, ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich von diesem Clip, von diesem Meme und ich distanziere mich von mir selber. Was bin ich nur für ein Gottloser? Holy moly. Und wer auch immer gerade bei diesem Clip gelacht hat, schämt euch. Bah, wirklich, wirklich ekelhaft. Als ich so gestern ganz entspannt bei mir zu Hause in meinem Bett lag und mir nichts dachte, bin ich so ein bisschen durch TikTok geswiped. Und da bin ich auf einmal auf diesen einen Livestream gestoßen, der gerade erst gestartet hat. Und jetzt schaut mal bitte, was da passiert ist. Okay, wir sehen erstmal irgendeinen Typen mit langen Haaren und einem Kleid. Erstmal nichts Verwunderliches. Obwohl, eigentlich ist schon alles verwunderlich, aber noch nichts Schlimmes bis jetzt passiert, okay? Wir gucken einfach mal weiter. Wait a minute. Who are you?
hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Denkst du, ich habe das nicht gesehen am Anfang? Ich war der erste Zuschauer und hab dich gebastelt, Bro. Was hast du da am Anfang gemacht? Bitte, gib mal ein Statement dazu ab. Was ist das? Und noch eine viel wichtigere Frage. Was ist das vorher gewesen? Der Ekelhafte will einfach auf TikTok live gehen und gibt sich als Mädchen aus, um dann einfach Cash von seinen Zuschauern zu erbetteln. Na, Bro. Also das ist ja wirklich der maximale Peak an Dreistigkeit. Aber irgendwo auch der maximale Peak an Hustle. Weil wer auf diese Idee kommt und das wirklich durchzieht, dem sei jeden Cent gegönnt. Wer sich wirklich die Mühe macht, sich vor sein Handy zu setzen mit diesen Filtern und dann die ganze Zeit zu reden so, hey Girls, hey, hi Guys. Dann sei es dir gegönnt, wenn der 50-jährige Reinhard sich plötzlich dazu entscheidet, oh, was ein schönes Mädchen. Boah. Ja, der schicke ich doch direkt mal 100 Euro zu. Oh, vielleicht beachtet sie mich dann. Oh, was ein schönes Mädchen. Boah, das ist echt hart, dass es so viele wahrscheinlich auch gibt, die genau darauf reinfallen, ne? Ey, dieser kleine da hat wirklich einen Money-Glitch entdeckt, glaube ich. Mir tun diese älteren Leute echt leid, Mann, die wirklich so auf TikTok gefangen sind und dann denken, das ist die echte Welt. Die wissen einfach gar nicht, so vor 20, 30 Jahren gab es noch gar nicht diese Social-Media-Welt bei denen und plötzlich sitzen die heute da und haben so ein Handy, einfach so ein Gerät, so ein digitales Gerät in der Hand, wo die einfach swipen können und ganz viele Ladies sehen. Und halt auch ihn. Und die fallen dann auch noch genau auf so eine Scheiße rein. Ey, Mann. Die Welt ist auch echt nicht mehr zu retten. An jeder Ecke gibt's neue Scheiße zu entdecken, über die man sich aufregen kann. Ein Schüler zeigt uns bereitwillig sein Handy. Schlimme Sticker seien da eigentlich nicht drauf, sagt der 13-Jährige. Oh nein, könnt ihr euch noch erinnern an diese Zeit, wo alle Leute mit schlimmen WhatsApp-Stickern gefühlt gebastelt wurde? Da gab es sogar Leute, die sind in den Knast gegangen wegen WhatsApp-Stickern. Stell dir mal vor, so dein Homie schickt dir so einen Sticker, so einen halt mit schwarzem Humor einen Sticker. Du speicherst den dir so ab, schickst ihn vielleicht auch so ein, zweimal rum und irgendwann wirst du dafür einfach angezeigt, wegen einem WhatsApp-Sticker. Ja, das ist wirklich krass. Und jetzt sehen wir hier irgendwie ein Video, wo eine Lehrerin das Handy von ihrem Schüler überprüft für WhatsApp Sticker? Okay, na gut. Doch dann werden wir überrascht. Und dann ist hier ein Hitler-Sticker. Ey, Bruder. Oh mein Gott. Ich distanziere mich natürlich erstmal davon und finde, das sind keine coolen Sticker, okay? Das geht gar nicht. Das ist nicht korrekt, okay? Auch wenn ihr vielleicht da draußen solche Sticker auf dem Handy habt, löscht die lieber. Ansonsten landet ihr auch noch hier. Okay, davon weiß ich jetzt nichts. Der Schüler hat reingeschrieben. Davon weiß ich jetzt nichts. Wie, du weißt davon nichts? Du hast doch diese Sticker abgespeichert und wahrscheinlich auch noch geschickt. Was bist du überhaupt für ein Vollidiot, dass du dein Handy deinem Lehrer gibst, um es auf WhatsApp-Sticker zu überprüfen? Auch noch freiwillig. Wie kommt man denn auf diese Idee, einfach so sein Handy zu geben, obwohl man wahrscheinlich weiß, so, da sind schlimme Sticker drauf. Du hättest ja vorher wenigstens nochmal so suchen können und eventuell die schlimmen rauslöschen. Aber nein, der gibt einfach sein Handy, will beweisen, dass er keine schlimmen Sticker drauf hat, obwohl er das einfach hätte gar nicht machen müssen. Er hätte einfach nein sagen können, so, ich behalte mein Handy, ich zeig das jetzt nicht. Ja, und jetzt hat er sich selber gefickt. Adolf Hitler, Best Gamer, 6... Nee. Das muss ich hier ganz kurz abbrechen. Ich kann sie das nicht zu Ende sagen lassen. Ihr wisst ganz genau, was hier jetzt kommt, was sie jetzt gesagt hat. Bist du verrückt? Wie kannst du denn so einen Sticker auf deinem Handy haben und dann auch noch deiner Lehrerin dein Handy geben mit diesem Sticker? BC, Rania. Das ist ein schwarzes Kind, ne? Das guckt aus der Klobrille. Also. Oh mein Gott. Ey, der kleine Schnitzer, das war es ja komplett für ihn. Der hat sich einfach selber auseinandergenommen. Ich gucke mir sowas eigentlich nicht an. Warum hältst du nicht einfach die Fresse? Okay, ja, sie hat das ausgesprochen, was wir uns alle gedacht haben. Warum hältst du nicht einfach deine Fresse? Vielleicht auch direkt von Anfang an, als die Lehrerin gefragt hat, wer will mir sein Handy geben für eine Spiegel-TV-Doku, damit ich mal ganz kurz durchschauen kann. Warum hast du nicht da einfach schon deine Fresse gehalten? Nein, du musstest dich natürlich melden. Du dachtest, du bist der Auserwählte, machst jetzt immer den Spaß mit und jetzt haben wir den Salat. Und wisst ihr, was jetzt wahrscheinlich danach passiert ist? Der kleine Junge hat Schulverweis bekommen, noch ein Gespräch mit dem Direktor, dickes, fettes Gespräch mit seinen Eltern, dann wahrscheinlich auch noch Handyverbot und er ist auch noch in dieser Doku gelandet und er ist tatsächlich auch noch in einem Bannert-Video gelandet und wird sogar mein Titel und Thumbnail. Wow, du hast es geschafft. Dieser kleine Junge kommt in den Knast wegen WhatsApp-Stickern, weil er sich dachte, komm, ich zeig jetzt meiner Lehrerin. Ach, ich komme darauf nicht klar, ne? Da fehlen mir echt die Worte. Dieses Mädchen hier ist eine von denen, die in der Schule sind mit einer Elfbar oder Vape und sich dann so richtig cool fühlen. Die haben Bilder von sich gepostet auf TikTok, wie sie sich auf dem Schulklub
Klo verstecken und am Vapen sind. Oh yeah, das ist cool. Doch die haben nicht damit gerechnet, dass es auch sowas wie Karma gibt auf dieser Welt. Denn es hat sich jemand zur Lebensaufgabe gemacht, die hier zu basten, aber in Weltrekordgeschwindigkeit. Are you serious right now, bro? Yo, okay, wir sind gerade mal ein paar Sekunden drin und er hat schon die Schule von ihr herausgefunden. Original eine Minute hat es gedauert und er hat die E-Mail-Adressen der Lehrer und Schulleiter gefunden. Zwei Minuten 35, das ist ein neuer Weltrekord! Ja, Mann! Ach du heilige Scheiße, was hat er mit ihr getan? Ich war wirklich für alles ready, aber nicht dafür. Ich hab mit allem gerechnet, aber nicht damit. Die ist am Arsch. Versteht ihr das? Sie ist am Arsch! Einfach alle Lehrer plus die Schulleiter werden morgen im Lehrerzimmer über dieses Bild reden. Die bekommt so dicken Anschiss und die Eltern werden es safe auch noch erfahren. Das wäre mir jetzt richtig peinlich, wenn ich mich vorher noch cool gefühlt habe, auf dem Schulklo zu vapen und jetzt weiß es jeder und ich bekomme dafür noch einen Schulverweis. Genau das ist der richtige Weg, mit Kindern umzugehen, die am Vapen sind. Das ist zwar absolut hart und ehrenlos, aber wirklich ein Savage-Move, der sich lohnt. Wer auch immer das war, er ist der absolute King und Retter unserer Welt. Deswegen fühlt euch nicht so sicher, wenn ihr am Vapen seid, auch wenn ihr denkt, ihr werdet nicht beobachtet. Klopapier mehrmals nutzen. Jetzt kannst du den Wald retten. Ha? Hast du mal drüber nachgedacht, wie viel Klopapier du einfach runterspülst? Jetzt kannst du den Wald retten mit diesem wiederverwendbaren Klopapier aus Baumwolle. Es besteht aus 10 einzelnen Blättern und ist richtig schön flauschig, für groß und klein. Nach der Benutzung kannst du es einfach in die Waschmaschine werfen und somit jahrelang wiederverwenden. Den Link zum umweltfreundlichen Klopapier gibt's in meinem Profil oder auf 10ideen.de/tipps. Wow, 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 stopp mal, Moment mal. Wie Waschmaschine? Das heißt jetzt, ich soll mir den Arsch abwischen und dann das benutzte Klopapier mit meiner Scheiße in die Waschmaschine stecken und waschen. Bah, what the f***? Nee, Bruder, mach du mal. Also wenn ich das machen muss, um den Wald zu retten, dann scheiße ich auf den Wald. Soll der Wald untergehen, aber auf gar keinen Fall benutze ich waschbares Klopapier. Nein, Mann, okay? Das ist mit Abstand der dümmste Lifehack, den ich jemals gesehen habe. In Amerika, die Leute fahren so ein Auto auf Casual jeden Tag. Und ich soll an die Umwelt denken und so ein Klopapier verwenden? Aber auf gar keinen Fall. Ey, du dummes Sau, bist du hässlich? Voll scheiße. Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt anschnallen, weil ansonsten falle ich vom Stuhl. Deswegen, Seil ist drum, ich bin festgebunden an meinem Stuhl und Abfahrt. Ey, du dummes Sau, bist du hässlich? Voll scheiße. Okay, den Schülern sind auf einmal Eier gewachsen. Oh Mann, Leute, wegen euch bin ich jetzt voll allein. Ja, das stimmt. Und wie sieht's jetzt aus? Look at me. Zusammen sind wir stark! Oh no, Kringel. Was habe ich hier gerade angeschaut? Genau das kommt dabei rum bei so einem Projekt in der Schule, wo sich die Lehrer dachten, nee, komm, wir machen mal ein cooles Video gegen Mobbing. Das wird bestimmt cool abgehen, ne? Die Leute werden uns bestimmt supporten. Also mal abgesehen von der schauspielerischen Leistung, ne? Dort konnte wirklich niemand seine Rolle ernst nehmen. Der kleine Breda muss sich auch schon wegdrehen, weil er nicht ernst bleiben kann. Er denkt sich auch nur so, Scheiße, in was bin ich hier reingeraten? Und auch krasse Armee, die auf einmal aufgestanden ist, ne? Auf einmal stehen 500 Schüler auf, ja? 500 Schüler stärken ihr den Rücken. Das ist eigentlich ein Video gegen Mobbing, ne? Aber ich weiß ganz genau, dass die zwei Jungs, den sehe ich direkt in ihrem Gesicht an, dass sie die absoluten Troller sind und nur in der Schule machen. Die sind wahrscheinlich auch noch die Mobber. Die sind dafür verantwortlich, dass sich andere Kinder schlecht fühlen und zu Hause weinen. Und jetzt machen die dort in so einem Video mit. Eigentlich ist sowas cool gedacht, aber nicht mehr im Jahr 2024. Und dann ist auch noch hochzuladen, so. Die Armen dachten sich so jetzt, das geht voll viral. Und die Nachrichten berichten darüber und nur positive Kommentare.
Kommentare so, ey, endlich habt ihr Mobbing gestoppt. Geil, ihr seid unsere Retter. Und dann gucke ich in die Kommentare, Tutorial, wie man mehr gemobbt wird. Oh no, Kringe. Ich finde es so cool, dass du mit deiner Social-Media-Reichweite ein wichtiges Thema ansprichst und sie vor allem dafür nutzt. Mach weiter so. Ach, halt die Fresse einfach. Ich vermisse das Ich, was ich vor 15 Sekunden war, ja. Genau das kann ich unterschreiben. Wow, 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 wow. Amanakorom. Das macht's auch einfach nur schlimmer. Könnt ihr mal zu... okay, gut, das reicht. Ja, was lernen wir daraus? Macht auf gar keinen Fall solche Videos, das bringt nichts. In der EU ist es mittlerweile Pflicht für Flaschenhersteller, alle Flaschendeckel mit so einem Verschluss festzumachen, damit der Flaschendeckel sozusagen nicht einfach so easy weggeworfen wird, sondern immer mit der Flasche dran bleibt und somit abgegeben wird und das am Ende besser für die Umwelt ist, okay? Jeden von uns nervt das. Es nervt absolut ultra krass, mich f***t es komplett ab und es bringt sowieso nichts. Und dieser Typ hier ist ein echter Gangster. Er gibt ein f*** auf das System. Ich habe den EU-Schraubverschluss runtergerissen. Nein! Das hat er nicht gemacht, oder? Unser Held! Boah, wenn die Politiker das sehen, die werden sich in den Arsch beißen. Die wissen ganz genau, Scheiße, hier hat uns jemand gerade mies gef***t. 1-0 an diesen Typen, der hat die Welt auseinandergenommen. Ich bin dafür, dass er der neue Bundeskanzler von Deutschland wird. Nur mit ihm wird dieses Land wieder gut. Was ein Gangster. Er riskiert wirklich zweistellige Haftstrafen nur für das TikTok. Cool, 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 wirklich. Wenn man bei mir einbrechen würde. Oh nein, bitte nicht die nächste schauspielerische Vorstellung. Geile Waffe übrigens. Wenn man bei mir einbrechen würde. Gib mir sofort dein Geld. Mein Lieblingsdöner kostet 8 Euro. Wie soll ich denn da noch Geld haben? Jedes Mal suche ich mir das falsche Haus aus. Ja, gut. Das TikTok war zwar heller cringe, aber wenigstens haben wir wieder hier einen Ritter, der sich gegen das System stellt und endlich mal was gegen die Dönerpreise sagt. Also wenn ich das TikTok meinem Dönermann zeige, der Bruder bekommt so Hass auf die deutsche Kultur und die deutsche Gesellschaft und den deutschen Humor, der macht Dönerpreis auf 16 Euro. Der nimmt uns richtig auseinander danach. Aber war auch hier wirklich wieder eine gute schauspielerische Leistung, Hollywood-like. Dieser Blick von dem Typen, ich komme nicht drauf klar, ne? Also wirklich, das ist absolut geisteskrank. Jedes Mal suche ich mir das falsche Haus aus. Genau das würde ein Verbrecher sagen. Der würde nicht mit der Waffe ihn eiskalt in den Kopf schießen. Nee, nee, der würde das sagen. Fortnite ist kein Krieg. Teil 2. Fortnite für den Weltfrieden. Ey, Bruder, bitte. Was ist denn jetzt schon wieder mit Fortnite? Warum ist Fortnite für den Weltfrieden? Papa, Kriege scheiße. Fortnite ist geil. Das ist nun der zweite Teil. Während die Kriege ganze Kultur vernichten, gibt es mit Fortnite keine sozialen Schichten. Okay, gut, in Fortnite gibt's keine sozialen Schichten. Nee, ne? In Fortnite gibt's auch keinen Krieg, ne? Gibt's nicht. Fortnite ist friedlich. In Fortnite springen nicht irgendwie 100 Leute auf die Karte und davon sterben 99% und einer überlebt, weil er die meisten Leute killt. Nee, nee, in Fortnite passiert nichts Schlimmes. Scheißegal, ob arm oder reich, in Battle Royale sind wir alle gleich. Scheißegal, ob arm oder reich, in Battle Royale sind wir alle gleich. Wow, Zitate, die unter die Haut gehen. Damn, das ist ein Tattoo wert. Kinder werden getötet durch eure Artillerie. Fortnite ist kein Krieg. Kapiert ihr das denn nie? Also zu meiner Verständnis, die machen da gerade wirklich einen Track und wollen damit die Kriege auf der Welt beenden und ihre Message ist, bekriegt euch nicht, sondern spielt Fortnite zusammen. Ist das die Message? Das ist die weltrettende Message? Bekriegt euch nicht und spielt Fortnite zusammen? Ihr habt mich überzeugt. Fortnite ist kein Krieg. Kapiert ihr das denn nie? Fortnite ist kein Krieg. Oh, jetzt kommt der Vater auch noch. Das kann ja nur gut werden. Kapiert ihr das denn nie? Fortnite ist kein Krieg. Kriege sind Shit. Fortnite ist kein Krieg, Kriege sind Shit. Zitat Ende. Fortnite für den Weltfrieden, komm sing mit mir mit. Soldaten, überleg bevor du in dein Land einmarschierst. In der Wildnis wird kein Land annektiert. In Fortnite ist es egal, ob du gut bist oder schlecht. Echte Kriege sind immer ungerecht. In der Lobby geht's darum, Spaß zu haben. In Kriegen müssen Eltern ihre Kinder begraben. Komm Soldat. Was geht mit dem sein Sohn gerade ab? Der Bruder bekommt gerade einen Anfall und sein Vater rappt einfach weiter über Fortnite. Lass es mit den echten Waffen sein und steig mit mir in den Schlachtenbus ein. Ey, ey, ja,
Die Soldaten werden es sein lassen und mit dir in den Battlebus reinjumpen. Gut, und danach machen die Soldaten noch ein L-Dance und das Floss, ne? Und den Orange Justice mit dir. Lösen wir im Tempel das Rätsel der Flammen. In Fortnite halten wir immer zusammen. Fortnite ist kein Krieg. Kriege sind Shit. Fortnite für den Weltfrieden. Komm, sing mit mir mit. Peace. Verbreite das Zeichen. Finde ich genauso. Verbreitet das? Ja, ich werde das Zeichen auf jeden Fall verbreiten. Da macht euch keine Sorgen drüber. Das war wirklich ein gutes Lied. Shoutout auf jeden Fall an den Vater und den Sohn für die Mühe und das gute Zeichen und den guten Willen, ne? Aber ich glaube dennoch nicht, dass Fortnite die Rettung für die Welt ist. Ich glaube, euer Track ist und geht damit komplett in die falsche Richtung und wird für noch mehr Krieg auf der Welt sorgen. Okay, okay, ich habe hier wirklich etwas ultra peinliches, also wirklich etwas richtig, richtig cringiges. I told her my drink had alcohol in it. Also, die Person, die das Video filmt, hat dieser Person dort gesagt, dass der Drink Alkohol drin hat, obwohl er keinen Alkohol drin hat. Und jetzt passt mal auf, wie sie sich verhält, weil sie denkt, sie ist drunk. Are you feeling it? Ey, bitte, was tust du da? Bitte, hör auf damit. Du bist nicht betrunken. Oh Gott. Oh nee, bitte, hör auf damit. Du kannst jetzt aufhören, Mann. Wie peinlich ist das denn? Vor allem, die checkt doch selber eigentlich, dass sie nicht betrunken ist, oder? Wieso macht die solche Filme? Wie unangenehm. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Hell no. Wenn man weiß, dass in diesem Drink gar kein Alkohol drin ist, wird das Ganze noch peinlicher. Ach, nach so einem Müll brauche ich jetzt erstmal wieder guten deutschen Content. So Leute, ich zeig jetzt allen meinen Ventilator. Hier, jetzt sehe ich. Digga, dem Typ ist auch nicht mehr zu helfen, ne? Was ist denn mit den Leuten auf der Welt los? Schaut mal, vorher habe ich immer so aus Spaß gesagt, so, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren, weil es gibt ja doch noch ein paar coole. Aber mittlerweile, nachdem ich dieses Video hier geschaut habe und die ganzen Clips davor, bin ich der festen Überzeugung, dass der dumme Anteil an Menschen überwiegt. Was macht der denn da? Der läuft einfach an der Bahn vorbei, macht mit seiner Zunge und zeigt den Leuten seinen Ventilator. Ey! Wie wollt ihr immer euer Sandwich getoastet? So? Oder so? Oder so? Oder vielleicht... schön crispy und kross. Genau so mag ich es. Das ist kein Subway-Sandwich mehr. Das ist ein Stück Kohle. Unboxing. Subway-Sandwich. A little toasty. Oh. Brother, Brother, what's that? Take out the phone. Der Bro wollte unbedingt die neue krebserregende Sorte bei Subway probieren. Frisch im Angebot für jeden, der Lust hat, seinen Körper 50% HP abzuziehen. Was muss sich wohl der Mitarbeiter gedacht haben, als er das Ding 30 Minuten durch den Toaster gehauen hat und der Typ immer wieder gesagt hat, geht's doch bisschen mehr getoastet? Das ist eine Stufe davor, dass sich das Ding in einen Rohdiamant verwandelt. Shoutout übrigens an alle Leute, die mir weiterhin Sachen auf Instagram jeden Tag schicken. Was würde ich nur ohne euch tun? Wisst ihr, es gibt nichts Besseres, als morgen mit Kruste in den Augen aufzuwachen und auf einmal schickt mir irgendjemand so ein Video. Das arme Pferd, ja, der dachte, der hat einen neuen Bruder im Stall gefunden, mit dem er chillen kann und dann wird er so verarscht. Wie traurig der ist. Er wurde noch nie in seinem Leben so hintergangen wie gerade eben. Ab heute Vertrauensprobleme für immer. Ich glaube, das ist das erste Pferd der Welt, was Depressionen hat. Was geht da schon wieder ab? Das ist wieder ein Lifehack, den man eigentlich nicht braucht. Genau das kam dabei rum, als ich das erste Mal zu Hause alleine kochen wollte ohne Mama. Genau das kam dabei rum. Ich habe mich gefühlt wie der Oberchef, aber am Ende kam nur Sch** rum.
Stell dir vor, du gehst irgendwo teuer essen und das passiert einfach hinten in der Küche. Du denkst dir so, boah, voll das edle Restaurant und hinten ist das der Chefkoch. Der macht nebenbei noch TikTok mit deinem Essen. Which bed you smashing in the hardest? Puh, Alter, wow. Das ist hart, Mann. Stell dir vor, du kommst mit deinem Date zu Hause so, ihr geht in das dunkle Zimmer rein, du machst das Licht an und dann sieht sie diese Bettwäsche. Die reißt sich direkt die Klamotten vom Leib, die ist komplett verrückt nach euch. Wow, wow, wow. Das ist auch heftig, Mann. Da würde ich gleich noch eine zweite Version rausbringen, die so aussehen wie diese Burritos hier. Und man sich dann so einkuscheln kann. Was ist das denn? Das ist ja nicht mal lustig oder so, das ist einfach eine Schlafparalyse, die man da drin bekommt. Stellt euch vor, während ihr da drin schlaft, wackelt das Ding so hin und her. Das wackelt die ganze Zeit vor, zurück und euch wird schwindelig und ihr kotzt alles voll. Ja nee, das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht benutzen. Ja, das ist mein Favorite Bett. Das will ich haben. Das brauche ich. Shoutout übrigens an alle Obdachlosen, die kein Bett haben. Habe ich Obdachlose hier als Zuschauer? Gibt es hier wirklich ein paar Obdachlose, die sich dieses Video gerade so unter der Brücke reinziehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und apropos, schreibt es mir in die Kommentare. Leute, das war's mit dem Video. Und wenn ihr wollt, dass ich mir diese Bettwäsche hier hole, gebt einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.